Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video mit euren Chronostaff und D-Star und Michael. Hallo, moin. Und ja, ein bisschen verspätet, aber das ist die TSS Caledonia, die Schwester der Transylvania. Kam schon vor 2 Monaten raus, aber wir wollten es nochmal nachliefern. G-Star wird jetzt erstmal ein bisschen was sagen. Ja, das ist die TSS Caledonia, sagt der Matthias schon, die Schwester der Transylvania. Ja, sie ist, sie hieß mal Scotstown, war so am Anfang, also nachher. Sie wurde gebaut in Glasgow bei Stephen, keine Ahnung, kenne ich nicht die Werft. Ja, sie ist toll. Ja, noch weiter. Also, ja gut. Ja, von den Maßen ist sie genauso wie ihre Schwester. Die Passagieranzahl ist auch nicht großartig unterschiedlich. Oh, doch, sie kann mehr erste Klasse, nee, weniger erste Klasse transportieren. Ja, 1925 ist sie vom Stapel gelaufen. Am 3. Oktober 1925 hat sie ihre Jungfernfahrt angetreten, auch von Glasgow nach New York. 1939 war sie als Hilfskreuzer umgebaut und unterwegs. Oder was heißt umgebaut? Großartig umgebaut nicht, hat eben anders angestrichen wahrscheinlich. Und in Scotstown hat eben umbenannt. 1940, am 13. Juni, ist sie dann vor Ines Chatrahul durch ein U-Boot versenkt worden, und zwar durch U-25. Ja, und es gab 6 Tote. Aber ja, viel mehr gibt es zu der Geschichte auch nicht. Ein gesunkenes Schiff? Ja. Also beide sind gesunken. Ah, okay. Na gut. Gut, also erstmal die äußerlichen Veränderungen. Vielleicht, die Brücke ist aus Holz. Also zumindest die Front. Dann haben wir hier solche fetten Säulen. Also immer an den Enden von diesen ganzen Promenaden. So sind jetzt fette Säulen. Wir haben diese tollen 2 neuen Rettungsbootstationen vorne auf dem Deck hier. Das sind jetzt quasi die Unterschiede zwischen Transylvania und Caledonia. Ja, ja. Und... Ah ja, genau. Das ist, vorher war das bei der Transylvania immer solche Zweierpärchen und dann größerer Abstand zu so einem anderen Zweierpärchen an Fenstern auf der Promenade. Jetzt sind das einfach nur Fenster immer im gleichen Abstand dadurch. Weitere Veränderungen, Das scheint zwar ein Interieur. Ja, aber auch, ne? Ach, ist schon wieder zu lange her. Gut, dann starten wir am besten einfach mal auf der Promenade. Ja. Oh ne, die ist scheiße, die Promenade. Wir gehen auf die andere Seite. ja. Besser. So. Wesentliche Veränderungen auf der Promenade gibt's keine. So, das Treppenhaus ist anders. Wir haben ein anderes Bodenmuster. Sonst ist glaube ich nicht viel anders. Okay, hier sind noch diese Blumen und das Fenster ist hier weg. Ja. Lounge ist jetzt Holzvertäfelt, einen anderen Boden, eine andere Deckenstruktur, also der Raum ist neu. Und ein anderes Bild. Neu. Hat ja eben, weil da jetzt kein Fenster mehr drin ist. Okay. Die beiden anderen Räume hier sind nicht verändert. Die hier vor. So, der Smoke Room hat sich definitiv stark verändert. Ja, hier sind die beiden Seiten einfach getauscht worden. Also der Kamin war vorher auf der Seite mit dieser Einbuchtung. Ist jetzt auf der anderen Seite. Ja, und halt eben die Farben. Der Fußboden ist nämlich nicht anders. Ja, aber die Kuppel, glaube ich. Ja, die Kuppel ist, ist jetzt kürzer. Seite, ja. Ja, ist jetzt auch kürzer, weil jetzt halt eben hier noch dieser Überhang halt eben gemacht wurde. Ist ein bisschen farbenfroher hier allgemein. Ja. Und halt eben, ich glaube, auch noch ein bisschen klar, oder? Ah, ich glaube, der andere war heller. Aber na gut. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Dann. Das Veranda-Café hat sich. Na, sie hat sich auch nicht verändert. Verändert. Ja, und die Veranda-Café auch nicht. Oder? Nee. Gut, dann können wir, glaube ich, mal hier die Treppen nach unten nehmen. Weil hier war irgendwo eine Veränderung, glaube ich. Ja, es sind an manchen Stellen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo sind ein paar Kabinen halt eben rausgewandert und ich glaube, Gänge auf die andere Seite halt eben durchgebaut worden. Also auf jeden Fall, es sind weniger erste Klasse Passagiere, habe ich ja gerade eben auch schon mal vorgelesen. So, aber gehen wir mal in die zweite Klasse. Innen durch. Okay. Ja.
Genau. Hier, ich glaube, hier sieht es auch anders aus, ne? Oder? Yeah. Ja, der Boden ist der gleiche, das ist der gleiche. Okay, gut, dann gehen wir mal in den anderen Raum hier rein. Der ist auch gleich, hier fehlen nur die Bilder. Ja. Gut, gehen wir nochmal in den Smoke Room. Hier ist was anders, nämlich die Kuppel. Hier sind jetzt solche... Ja, genau, hier ist jetzt weiß. Also hier in diesen Zwischenteilen. Ist jetzt hier dieser Quarz. Drin. Also ist ein bisschen heller hier jetzt in dem Raum. Also sie haben ein bisschen das... die Helligkeiten verändert in dem Raum. Ich glaube sonst... Ah, genau, in der zweiten Klasse hier unten. Soweit ich weiß, ist hier hinten was verändert. Genau, ich glaube, den Gang hier gab es vorher nicht. Den hier. Den hier zwischendurch. Und stattdessen wurden hier dann nochmal andere Kabinen noch angesetzt, glaube ich. Ja, ist einfach schon wieder zu lange her. Das ist das Problem. Und, aber ich glaube, in der dritten Klasse... ein Deck tiefer. Haben wir was verändert, ja. Crew. Smoke Room. Genau. Ich glaube, im Smoke Room war nichts direkt. Hier sind auch nur die Bilder wieder weg. Genau, die Bilder sind auch weg. Verfluchtes Update. Ja. Ich meine, hier hat sich... Ja, genau, die Bilder sind auch wieder weg. Und hier hat sich was verändert, denn der Raum ist jetzt dunkel. Das sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Vorher war das ja irgendwie so ein anderes Design. Gut, sonst hat sich hier, glaube ich, auch nicht viel verändert. Nur weil ich das unbedingt nochmal zeigen möchte, weil wir das auf dem anderen Schiff nicht so gezeigt oder dann nicht runtergegangen sind. Ich glaube, Michael hatte da einmal so reingeloot, ne? Ja, ich hatte gesagt, ja. Das ja, wir gehen da jetzt einmal mal runter, weil es einfach so geil ist. Und weil die Steering Engine toll ist. Gut. Und weil ja manche Leute immer mit Steering Engine etwas Probleme haben. Ja. Die sieht jetzt eigentlich genauso aus wie auf der Lusitania, weil halt eben Anchor und Qnat sind halt eben ziemlich ähnlich. Und deshalb ist es halt eben die gleiche Konstruktion. Mhm. Also nicht. Auf der Duilio, das ist, ich weiß nicht wann welche Promotion rauskommt, aber ist das auch so. Ja gut. Warte, hat sich das mal bewegen? Hat sich was? Da sowieso nicht, das ist eh nur Ladeschirr. Ich bin mich ganz sicher, genau, erste Klasse Speisesaal hat sich was verändert. Da war doch auch was sich ein bisschen verändert hat. Nein. Ach, wir gehen kurz noch einfach einmal runter. Die ist sowieso kurz, die Promotion, wo ist es? Bin ich noch auf dem Weg? Genau. Der Streifen hat jetzt eine andere Farbe. Oh. Und die Bilder sind auch wieder weg. Der Streifen war vorher ein bisschen heller, jetzt ist er ein bisschen dunkler. Oh. Okay, ich werfe einfach mal den Fahrstuhl wieder nach oben. Ja, für diese krasse Veränderung mussten wir jetzt nochmal nach da unten. Hat sich das hier verändert? Nö, ne? Nee, das ist... Wir hatten nur die Filme mit den Fenstern. Ja, sonst. Das hatten wir ja schon. Oh, ne? Ne, hier, bin jetzt hier in der Lounge. Hier sind die Fenster noch zur Lounge anders. Ja, so gut, zwei einzelne und eine Tür. Jetzt ist es ein bisschen größer. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, hat sich vorne in den. Ne, ich glaube nicht. Vielleicht. The Class. Nö, ist eigentlich alles gleich geblieben. Aber. Kennt man jetzt ja schon alles gut. So, jetzt sind wir wieder schön bei Nacht hier. Das Schiff kennen wir schon bei Nacht. Ich finde das schöner mit so einer Holzfront an der Brücke. Sieht interessanter aus und ja. Ah.
So, Caledonia. Ja, die Caledonia. Wir machen es wie immer. Ja, ich sag's bei jedem Promotion-Video dazu. Schiff ist eh schon draußen. Ja, in die Beschreibung gucken vom Video, da findet ihr dann die ganzen Informationen, Kontaktinformationen zum Schiff. Und ansonsten noch irgendwas? Das ist die Scotstown. Okay, also dann kann ich mich von euch eigentlich in diesem Sinne wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute. Tschüss.